Jetzt haben wir vorne gerade an der Rezeption gefragt, wo wir mal kurz reinschauen dürfen. Hallo, grüß euch. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ihr macht gerade ein Solebad, oder wie? Genau, wir machen ein Solebad. In der kalten Jahreszeit ideal zum Entspannen. Die junge Dame liegt schon herinnen, wird jetzt noch weitere 15 Minuten sich entspannen dürfen. Und wenn sie möchte, kann sie sich auch optional einige Zusätze geben lassen, die sie gerne möchte. Fichtennadel, Kamille, Eukalyptus, ideal. Julia, das ist ja das, was ich dir zeigen wollte. Unser Alpensohle wird hier in der Reinform von der Heilquelle eingelassen und dann verdünnt. Was haben wir denn heute für Kretigkeit drinnen in der Wanne? 9%. 9%. Also das kann man ganz unterschiedlich, weil die kommt ja mit 26% hierher und dann wird es verdünnt und hat natürlich die Wirkung auf die Haut, aber auch auf den Körper. Abschwellend, heilend, astringierend und auch für die ganzen feinen Poren von uns Frauen tut es gut. Also nicht nur für innerlich, sondern äußerlich. Und dann gibt es eben die tollen Zusätze, die einfach für die Atemwege und für die Entspannung auch gut sind zusätzlich. Was habt ihr? Heute nehmen wir die Latschenkiefer. Und das ist einfach auch wohltuend, anregend, duftet natürlich gut. Genau, duftet nach unseren heimischen Latschenkiefern, ist anregend, belebend und man kann wieder gut in den Tag starten. Was ist so dein Lieblingsduft? Hast du auch irgendwas, was du gerne in deine Badewanne reintust? Ja, hier in der Wanne, bei uns in den Kureinrichtungen, wenn ich richtige Alpensohle habe, dann nehme ich gerne Melisse, wenn ich richtig tief entspannen will. Und wenn ich erkältet bin, dann mache ich gerne eine Mischung von Latschenkiefer und Eukalyptus, weil das einfach die Atemwege dann noch mehr gut tut und die Haut noch intensiver einzieht. Aber sonst liebe ich auch die Alpensohle alleine, weil das einfach der Haut gut tut und dem ganzen Organismus gut tut. Bei so einem Wetter ideal, einfach um die Immunkraft zu stärken. Wunderbar. Ich würde sagen, wir lassen Sie noch weiter entspannen. Bevor wir abhauen, wollen wir natürlich auch noch wissen, wie taugt es Ihnen? Sehr entspannend, ja.